Herzlich willkommen zur 72. Ausgabe des Techtelmechtel-Podcast. Ich bin wieder der Clemens und am anderen Ende der Leitung haben wir wieder den Alex. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Röhren und an die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Rundfunkempfangsgeräten. Wir melden uns wieder zurück. Noch gar nicht so langer Zeit. Das ist gar nicht. Ich habe null Zeitgefühl, wann das letzte war. Okay. Ja. So viel dazu. Sehr gut, gell? Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen unerwartet. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich drauf sagen soll. Die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Na, die vorletzte, vorletzte oder? Ausgabe vor der Sommerpause. Ah ja, stimmt. Eins kommt noch. Das kriegst du dann am Ende mit, was das für Spaß wird. Also wir machen halt übrigens gesponsert von Römerquelle. Ja. Na, okay. Gut, Copyright Strike haben wir wieder drin. Achso, glaubst du, dass Römerquelle das so ähnlich macht wie Apple, oder? Ich glaube noch viel schlimmer. Ah, ja, okay. Stimmt. Das ist keine Coca-Cola, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, Römerquelle gehört zu Coca-Cola. Ja, aber in Römerquelle. In Österreich ist Verteufeln von Wasser ja generell ein bisschen so ein Problem, wenn man da aufs Unternehmen der Granda oder so. Ich sollte den Namen nicht. Der Alex wird schon nie wieder nervös, wenn ich jetzt Granda Wasser erwähne. Gell? Ja, hör auf. Das ist, wie schon gesagt, der Gerichtsprozess wird da ja werden. Ja. Na, 2003 wurde das Unternehmen von der heutigen Coca-Cola HBC übernommen. Ja. HBC. Ja, keine Ahnung, warum HBC, aber... Ja, ich kann mich erinnern, ja. Ah, Hellenic Bottling Company. Ja, genau. Das ist, die haben eine eigene, okay. Ja. Ich kann mich daran erinnern, weil wir, wo ich noch in Innsbruck gearbeitet habe, da haben wir uns die Getränke direkt von Coca-Cola bestellt und liefern lassen. Also Römerquelle, Cola, Eistee und so weiter. Das ist ja immer von Coca-Cola HBC gekommen. Ah, okay, mal schauen. Ich kann mich erinnern, weil die Rechnungen, die habe ich für die Buchhaltung ja immer vorbereitet. Ach, schau. Damals, als ich noch niedere Arbeiten vollzogen habe. Ach, schau. Schau, Anna. Ich will da jetzt noch einmal, wie geht es da? Ich weiß nicht, was du möchtest. Ich will in Dokumentenvorschau gehen. Ah, dass du keine Dinge mehr rundherum ja, siehst. Ja, den ganzen Scheiß, der was noch ablenkt. So, ja, verstehe. Sendungsnotizen gibt es technisch bedingt bei dieser Folge keine. Also ihr könnt jetzt nicht zu irgendeinem Kapitel springen, sondern ihr müsst euch auf den ganzen Schaß anhören. Echt? Es gibt keine Sendungsnotizen? Nein, durch das Setup auf limitiert, aus guten Gründen auf dem Windows-PC stehen mir im Moment nur 2 Monitore zur Verfügung, statt wie ansonsten 3. Und mit 2 okay. Monitore ist das nachher nicht so fein, weil ich habe da OBS, ich habe da Skype, ich habe da Audacity und ich habe keine Lust da noch irgendein... Oder bestehst du darauf? Du kannst ja die Sendung nachhaken und Sendungsnotizen dann schreiben. Nein, mir ist nicht Sendungsnotizen, sondern Kapitelmarken. Ja, ich horch das sowieso nicht. Nein. leider fürs Video, da muss ich kurz abmachen und das reicht dann. Ja. Gut, so. Ja, magst du anfangen mit deinem Thema, das du gesponsert hast, oder soll ich anfangen? Die Sendung wird ein bisschen einseitig, will ich nur jetzt einmal im Vorhinein schon einmal bekannt geben. Du darfst ein paar Themen schon, die kannst du schon übernehmen, also das ist okay. Naja, ich kann sicher zu manchen Themen was beitragen, weil selber präsentieren kann ich nichts. Das erste, was ich habe, könnte ich als Beispiel sicher schon. Ja, okay, ja. Das schon, aber. Ja. Na, kommen wir zum ersten Thema, nämlich, ich habe es genannt Winzig-Handy, weil, oh Gott. Was denn? Was denn, was ist denn? ich hasse die Standard-Webseite. Achso, du meinst die ganze Werbung, was du da reingeknallt kriegst?
Ja, und ich bin im Incognito-Modus. Ich glaube, deswegen wird gerade Adblock nicht im Incognito-Modus zulassen. Okay. Ruf mal zurück. Passt. Besser. Ah! Ich habe ein Problem mit Tastenkombinationen auch noch unter Windows. Okay. Steuerung R. Ja. Okay, besser. Jetzt geht da unten das nächste. Ich hasse diese Website. Jetzt geht da unten wieder Sommeraktion im Banner auf. Ich will den Standard nicht abonnieren. Links, linke Screen versiffte Saugrafel. Der Standard will aber, dass du ihn abonnierst. Ja, das Standard kann wir gern haben. Jedenfalls, Jellystar, es gibt jetzt so Seien interessantes. das die Jellystar, seien das die Macher, die ja das komische, das Spiel da haben, machen Candy Crush. Keine Ahnung. Na, ich glaube nicht, Na, voller Spaß. okay. Bitte. Jedenfalls, Jellystar macht ein Crowdfunding und sie wollen ein kleines Handy auf den Markt bringen. Und zwar ist ein 3-Zoll-Display Android 13 Handy. Ja. Der Artikel ist insofern relativ, zumindest nochmal lustig zum Lesen, weil der Autor, der Georg Bichler, sich da ein bisschen auf die ganzen Schreihälse, die bekannten Schreihälse auf dem Standardforum konzentriert, die immer wieder schreien, dass ein 4,7 Zoll Handy oder 6 Zoll Handy zu groß ist und Einhandbedienung ist es um und auf und je kleiner, desto besser. Daher ist er eben, hat er sich dieses Handy angenommen, hat es ein bisschen getestet und eben dieses 3-Zoll-Gerät getestet. Ich finde es prinzipiell interessant. Es ist wirklich sauklein. Es ist kleiner als das erste iPhone. Von der Displaygröße her. Das hat nämlich 3,5 Zoll gehabt. Hat ein IPS-Display mit 864 oder wie das heißt, die komische Auflösung. 854,480 Pixel steht da drin, ja. Ja, genau. Und ja, ist an sich ein ganz ein nettes kleines Teil. Was mir komisch vorkommt, ist der USB-C-Anschluss, der irgendwie sehr gewagt aus dem Gehäuse raussteht. Dieser Nupsi Ja. da. Ansonsten ist es ein vollwertiges Handy mit allem drinnen, was man braucht. LTE, WLAN, na 5, 5G? Na, ja, keine Ahnung. LTE, WLAN, Bluetooth, GPS, Akku, Lautsprecher und Kamera. Der Prozessor, der drin verbaut ist, gehört eher so zum. Ja, ist eher das, was sonst auch bei Krabbeltisch-Handys drinnen ist. Also so ein MediaTek. Und wer mich kennt, weiß, bei MediaTek aufpassen. Nicht unbedingt die schnellste CPU, die es so für Phones gibt. Aber an sich ein interessantes Gerät. Es ist. Ja, und Es ist. was soll der Spaß dann Es ist kosten? klein und dick, so wie ich. Hat 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Boah, aber 156 € für den Kiebel ist auch nicht ganz Und wenig, gell? kostet 156 €. Ich finde es nicht so schlecht preislich. Es wird in nur in kleiner Charge produziert. Und jeder, der was gern was Kleines in der Hose hätte, kann sich das Handy zulegen. Na, da kommen wir schon wieder zu den versauten Witze. aber den müssen wir zum Glück nicht einmal piepsen. Nein, nein, den nicht, den nicht. Der ist okay. Naja, aber da musst schon ein echter Fetischist von sowas Kleinen sein, Ja, oder? ich weiß, also was der Pichler da auch sehr bemängelt, ist, dass es echt nicht wirklich gut bedienen lässt, weil das komplette Android-User-Interface und alle Apps, also alle Applikationen, die es so gibt, eher so im Schnitt auf 5-Zoll-Handys ausgelegt sein. Ja, Und das ist natürlich das Nächste, vor ja. allem die Bildschirmtastatur sehr, sehr, sehr mühsam zu bedienen ist. Naja, weißt du, ich schaue da gerade jetzt einmal nach, was da Nokia, weißt du, Nokia hat in dem Preisbereich die Android One Telefon, Das sind Smartphones aber alles so und bei da den kriegst 5, 7 Zoll oder ja, du. 5 bis Ja, ich 7 meine, Zoll. ich sag, da musst du aber schon echt a wirklich ein Fetischist von extrem kleinen Displays sein. Naja, es geht, ich glaube, der Artikel ist generell aus einer Laune heraus entstanden.
weil sie bei jeder, jedem, bei jedem Handy, was vorgestellt wird, im Standard so eine so kleine Rotte bildet an allen Gegnern, die was haben gegen ein Handy mit größer als 4,5 Zoll. Und der Artikel ist, glaube ich, eher ein bisschen Ja. so als Trollerei dahin. Ich verstehe schon, ich sag ganz ehrlich, es haben alle probiert, normal kleinere Smartphones auszubringen, sie kauft anscheinend keiner mehr. Naja, was sie als Zwischenlösung oder als prinzipielle als Workaround ja ziemlich cool finde, das ist also das Samsung Flip Dot zum Beispiel, dass man das auf und zu kloppen lassen kann. Generell so Handys, die sich auf und zu kloppen lassen können. Ja, ich verstehe. Ich meine, das ich sind bin kein klein Fan und von. ja nicht, aber das sind klein und handlich, aber doch groß, kann man sagen. Ja, ich bin like ein Fan davon, weil das ist halt für mich, da ist halt absehbar, wann das Display hin Das ist. ist eben die Frage. Ich kann es auch noch nicht genau sagen. Man sagt, dass es gar nicht so schlecht haltet und gut und gerne mal mindestens mal die 3 Jahre durchhaltet. Aber es kommt natürlich immer wieder auf den Gebrauch eines Einzelnen. Und ich schaue täglich, keine Ahnung, was Gott, wie oft aufs Handy, wenn ich das jetzt mal aufkloppen müsste, weiß ich leider nicht. Oder man lässt es Ja, überhaupt also. aufgekloppt sein, ein Smartphone halt am Schreibtisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das handelt. Leider ist die Frage für was hast du ein Klapptelefon? Na, eher damit es einfacher zum Einstecken ist. Ich verstehe es prinzipiell schon, aber das Gerät ist jedenfalls okay. Es ist halt von der Hardware generell ein Einstiegsgerät. Ja. Ja, ich verstehe Für dich, ja. wen ich mir sowas vorstellen könnte, wäre Kinder. Na, weil die hassen die. Ja, eben. Da geht nämlich nichts Also, unter ein iPhone oder sowas. ja, jetzt, ich meine, zumindest ich weiß nicht, das ist immer, ich vergleiche das immer so, das ist, wenn du auf der Arbeit, sag mal, die stellen dir einen super langsamen PC hin und du musst damit arbeiten, du fluchst den ganzen Tag. Genau, ja. Also, das ist, du, dir vergeht es einfach. Die Bildqualität von der Kamera ist übrigens zweckmäßig. Ja, natürlich, woher? Die Kommentare dazu muss ich mal in Ruhe mal durchlesen. Was ist daran so schwer? Dieses Handy ist zu klein, alle anderen zu groß. Warum nicht im Bereich von 3,7 bis 4,5 Zoll? Ja, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls, das zielt halt auf diese Gruppe ab. Die Firma selber sagt maximal 12 Monate Update-Support. Also im Endeffekt ist das Gerät nach 12 Monaten zu kübeln, zumindest aus Sicherheitsaspekten. Ja, nicht gut. Ja, ich meine, okay, ich würde auch Dinge, wo ich sage, da kann ich das vorstellen, aber das ist halt auch eher sinnlos. Wenn du wirklich sagst, ja, du brauchst ein Telefon, das du einfach nur für unterwegs oder Outdoor-Aktivitäten verwendest, dass einfach sagst, ja, das Ding ist mir so wurscht. Das ist nur, damit ich erreichbar Ja, bin. aber da gibt Oder es jemand. günstigere Alternativen. Da gibt es Android-Handys Ja, unter eh, das 100 ist. Euro genauso. Ja, eh, das ist dann der Ja. Punkt. Da gibt es dann eh alles, wo ich sage. Vor allem, da kann ich mir auch Gebrauchts kaufen. Da ist dann wirklich eh schon alles wurscht. Genau. Genau. Also für das. Na, okay. Ist keine gute Idee, das Na. Ding. Okay, gut. Haben wir geklärt. So. Nachher, das hast du, glaube ich, eh schon mal, die Prozessortechnologie hast du sogar schon mal erwähnt in dem Podcast, oder? RISC-V, ja. Das, Mehrfach, ja. ja. Also ich glaube, wir brauchen da jetzt gar nicht viel dazu sagen, weil du hast da eigentlich alles dazu gesagt, genau das Problem mit dem teuer zu lizenzieren und hart und schwer zu lizenzieren sein und das RISC-V eben ein RISC-V. Open Step. Ja, RISC-V ist ein offener Standard Genau, sozusagen. also AMD und Intel, okay, die bauen eh ihre eigenen Sachen, da ist jetzt nichts Großartiges zum Lizenzieren, aber sowohl du als Unternehmen wie Qualcomm, Broadcom, MediaTek und so weiter deine ARM-Prozessoren oder Apple deine ARM-Prozessoren bauen willst, musst du das alles natürlich erstens einmal bei ARM direkt lizenzieren. Wenn du ein Handyhersteller bist, der was von Broadcom, Qualcomm und so weiter ein Custom-Chip haben will, dann musst du es zusätzlich noch bei denen lizenzieren. Und RISC-V ist jetzt quasi
komplett offene Prozessorarchitektur, wo jetzt schon natürlich große Unternehmen drin sitzen, wie da sitzen alle drin: Intel, Microsoft, AMD, Google, Apple und so weiter und so fort. Aber das Ziel geht da eher in die Richtung, dass es von der Architektur her komplett offen ist. Das heißt, jeder kann sich das aktuelle Feature Set holen, kann es noch belieben erweitern und nutzen. Und es ist prinzipiell alles offen einsehbar. Die Sache ist halt, leistungsmäßig ist man noch nicht auf dem Level von einem x86 oder ARM-Prozessor. Ist glaube ich Aber auch nicht. der Weg geht langsam in die Richtung. Also vor allem China und Russland setzen zumindest jetzt mal drauf. Russland aus der Sicht hin, weil die ja jetzt prinzipiell vom Weltmarkt ja eigentlich komplett abgeschlossen sind. China, weil sie sich vom US und vom europäischen, ja, wie sagt man da, Design, nicht Design, aber von deren Urheberrechtswelt quasi freimachen wollen. Aber auch sowas wie Apple und Google allein deswegen, weil für Google ist es natürlich auch interessant, das in der Serverfarm reinzuklopfen, ohne teure Intel-Prozessoren oder AMD-Prozessoren zu kaufen oder sich alles bei ARM jetzt mal lizenzieren zu lassen. Ist vollkommen richtig, ja. Die Sache Und ist ich habe die, in gesehen, 10 Jahren könnte es interessant werden. Und meine ja. Prognose ist immer noch, zwischen 2030 und 2035 macht Apple wieder einen Plattformwechsel. Ich meine, ich schließe nichts aus, warum nicht? Ja, sie machen es ja gern so alle 20 Jahre, also von dem her. Ja, ich meine, ja, es ist ja okay. Ich meine, wenn das Sinn macht, passt es Ja, ja. Ich klar. meine, ja, im Moment, man sieht da gerade, also es wird halt hauptsächlich für Ethernet, Wi-Fi und so eine Sachen eingesetzt. Genau, also wo es jetzt verbaut ist, ist so in nahezu jeden Router, der wo es irgendwo umsteht, in jedem Access Point. So alles, so Geräte, wo also ESB, sind die ESB die normalen Prozessoren, die kleinen einfach, ja, ich glaube, wo also ESB zu schwach ist und a ARM-CPU zu teuer und zu flott ist. Also Ja. alles, wo es jetzt nicht unbedingt auf High Performance drauf ankommt, sondern wo es einfach nur darum geht, möglichst effizient Daten zu verarbeiten. Ja. Und da sind die Teile halt überall drinnen. Sowohl Automotive und so weiter nicht. Da sind nachher schon die ARM-Prozessoren wieder drinnen. Also Ja, klar, da geht es noch wieder um, gerade bei den ganzen Assistenzsystemen heutzutage geht es da mehr auf Rechenleistung. da brauchst du Da Leistung. brauchst Also du wieder das ist Leistung, ja. allein das. Allein das, du musst schon mal da überlegen, was du allein für Kamera, allein die ganzen Bilder, was du kriegst, die musst du schon mal alle durchrechnen lassen. Ja, genau. Da geht es Also da. um Rechenleistung. Und wer da bei RISC überall drinnen ist, das können wir gleich mal schauen. Das ist nämlich das Who is Who der Softwarewelt. Ja, da gut, da sieht man auf den ersten Blick, okay, da ist wirklich, da ist jeder drin. Apple ist gar nicht drin, oder was? Also, sie habe ich es leider nicht Warte gesehen, mal, also, weil. irgendwo sind die schon. Darf mich jetzt nämlich auch wundern, Tat dass sie mir da. wundern. Na, wo ich war, sind die schon irgendwo da enthalten. Aber ja gut, man sieht es jetzt auf die Schnelle wirklich nicht. Aber vielleicht haltet sich Apple das eher so im Hintergrund auf. Aber es ist Samsung, es ist Raspberry Pi, Rockchip, chinesischer Hersteller für Nvidia ist drin, Ja, Facebook, also Meta ist drin, IBM ist drin, es ist Infineon ist drin, genau, Infineon baut ja vor allem sowas. Erster Software-Ecke ist Ubuntu drin, Microsoft ist drin, Qualcomm, CD, Tencent, alles. Also okay, das da Who ist is wirklich Who, alles ja. drin. Ja. Nein, es ist nämlich, was man hat es ja eh gesehen bei ARM. Das Problem ist, ARM kann ja nicht einmal jemand gescheit übernehmen, weil das ja quasi der, was ARM besitzt, der hat ja Genau, Monopolstellung ja. im Moment. Also der hat ja quasi auf die nächste Chip-Generation Prinzipiell von. kann ich halt doch sagen, das wäre eine komplette Monopolstellung. Ja. Also Ja, wenn also. jetzt jemand wie Intel oder Nvidia oder
jemand Apple oder Microsoft ist ja dann wurscht. das übernimmt, dann hat er quasi eine Monopolstellung auf einem Markt, wo Milliarden an Prozessoren pro Jahr abgesetzt werden. Also das, nein eben, also das ist ein Problem, ja, mit ARM. Als Lizenzgeber. Ja, Der richtig. kann halt dann bestimmen auch. Also. Richtig, ja, eh. Ich meine, ich kenne jetzt bis jetzt noch niemanden, wo ARM noch keine Lizenz gekriegt hat, aber bitte. Ja, keine Ahnung. Wer Geld hinlegt, kriegt eine Lizenz. Das Krieg's. ist kein Problem. Wir können theoretisch für unser Startup da eine Lizenz einmal anfordern, vor allem wenn es nachher. Ach so, den da in Taubando-Chip, ja, den Ja. steckt, den klebt man auf Tauben da Ja, drauf. genau, also wo es nachher vor allem um Geolocation von den einzelnen Tauben und so weiter geht. Ja, ich glaube, den kennen wir fertig an, aber wir machen einen eigenen Wir machen natürlich. natürlich Warum einen nicht? eigenen. Wenn man es kann, warum nicht? Der heißt nachher ein DAF 64. Und das Logo schaut aus wie Doom 64. DAF 64. Der muss einen speziellen Namen haben. Der muss Taubomator 4000 heißen oder Oder wir sowas. machen es wie LG und einfach irgendeine kryptische Bezeichnung, so TA-56-SA-3315. Super, das, ja genau. Genau, das sind die besten Namen, weil wenn wir das Nachfolgemodell rausbringen, der heißt dann, der hat eine komplett andere Logik von den Nummern und die Genau, Buchstaben so her. kann man auch Fernseher absetzen, indem der Kunde nicht weiß, was ist gerade das aktuellste Modell. Richtig, ja. Das geht auch. Oh, da müssen wir LG fragen, wie das am besten Ja. geht. Das stimmt, weil LG-Fernseher haben echt eine schräge Namensbezeichnung. Samsung-Fernseher zum Beispiel, also das ist bei allen. Ja, das ist auch sensationell, was man da hinter die Zollgröße und alles dazu packen Ich kann. verstehe es eh nicht. Warum nennen die ihr Gerät nicht einfach TV One und hinten ein Zoll 56 für 56 Zoll? Oder 95 für 95 Zoll? Na, Und das na, na, das geht Nachfolgemodell nicht. heißt TV 2. Na, das geht nicht. Das, die haben jetzt. 65 Zoll, 102 Zoll. Und das ist Na, alles das geht. viel Das hat, einfacher. Aber. ja, frag nicht. Es soll nicht logisch sein. Naja, es ist wahrscheinlich schwierig in einem Markt, wo man von an 150 Euro bis zu einem 15.000 Fernseher eigentlich alles anbieten muss. Ja, eh. Naja. Das ist ja das, was es schon schwierig macht. Gut. Sogar mal was Positives von Meta, ich meine positiv und negativ. Meta hat anscheinend ein sehr, sehr interessante Voicebox kreiert, also ein AI-Modell in dem Fall, wo man wirklich Stimme komplett ummodeln kann, Teile davon, also in Input, dann in unterschiedliche Output-Modelle bringt. Das heißt, du kannst dann bestimmen, wie soll der Output klingen. Das heißt, du hast dieses Textfile Okay. oder dein Stimmmuster Ah, okay, ja. und kannst das dann sozusagen in unterschiedlich, weil du siehst ja eh, wenn das Video ja kurz anschaust, da ist dann Text-Input auch möglich und das hätte dann als Beispiel deine Stimme. Ah, okay, du Ja. machst quasi nur ein paar Samples, also ein paar Richtig. Sample-Eingaben und. Also du kannst ja theoretisch, ich meine, ich kann jetzt deine Stimme nehmen als Referenzaudio. Schreibe einen Text drüber und der redet dann wie du. Genau. Okay. Ist wahrscheinlich noch sehr closed, oder hast du schon einmal Ich, getestet? ähm, ich, da, wenn der Meta das dazu schreibt, sozusagen, die haben da unten in den letzten Punkt sogar Sharing Generative AI Research Responsibly, ja, sozusagen die. Ich glaube auch nicht, dass die das so schnell public machen werden, dass du Zugang dazu hast. Mhm. Weil das scheint ziemlich viel zu können, das Ding. Prinzipiell wär's insofern cool, wir schreiben unsere Episoden dann nur noch und lassen es sprechen und sparen uns den ganzen Mist da. Also jeder trainiert so sei Dings mit seiner Stimme und du schreibst deinen Text, ich schreibe meinen Text und dann lassen wir die AI-Stimme miteinander reden. Ja, immer vor allem, was doch cool ist, zum Beispiel da unten bei Audio Editing. Das ist ein, nein, warte mal, ich bin schon ein bisschen weiter rauf. Ja. Warte mal, da ist da in der Mitte drin ein Hundebellen.
Und jetzt an, sozusagen, nimmst du das nach an, macht sie den Bereich sozusagen leer. Und jetzt ist es weg. Der Hund, das Hundebellen ist jetzt einfach weg. Ja. Cool. Und Interessant. das, also das, vor allem, das ist halt, ich finde die Oberfläche, die sie sich da haben einfallen lassen, gar nicht schlecht, wenn die wirklich so funktioniert. Weiß Na? zwar nicht, ob das leider eine grafische Darstellung ist, dass besser ausschaut, Wahrscheinlich ist es aber nur das so. wird schon mal nicht schlecht funktionieren, wenn man sowas hätte. Ja, wobei, für was braucht ein 0815 User oder Spektrogramm oder sowas? Ich glaube, das ist wirklich nur um zu zeigen. Jetzt, also um so zu zeigen, was ist da drinnen. Aber es ist cool, ja. Ja, vor allem gehen wir nochmal auf Text-Only-Sampling, da haben sie dann mehr Ding drin. Der Quick Brown Fox Jumps over the Lazy Dog. Das sind drei unterschiedliche Stile, also drei unterschiedliche Styles. Vor allem, das klingt Ja, so echt. das klingt echt gut, ja. Ja, es klingt nur nicht so natürlich von der Betonung her, aber es klingt schon einmal nicht schlecht, ja. Ja, also wenn ihr in Zukunft einen Verdacht habt, warum die Stimmen ein bisschen anders klingen bei uns, ihr wisst warum. Weil dann schreiben wir es nur mehr. Ja, genau. Ja, das ist so zu. Passt. Gut, dann haben wir das Thema abgefrühstückt. Sozusagen Toyota meldet sich bei E-Autos zurück. Sie waren wahrscheinlich nie ganz weg, sind halt von manchen wahrscheinlich eher so totgeschrieben worden. Die haben ja nicht wirklich Toyota E-Autos ist gehabt. jetzt, ja, die sind halt groß, die sind ein bisschen konservativer und die machen das halt langsam. Ja, und die haben einen Prius Kein gehabt. Ja, Stress. das ist ja okay. Ja, eh. Aber Genau, aber jetzt kommt sozusagen also. Jetzt kommt im ersten Ausbauschritt sozusagen einmal eine neue Akkutechnologie mit Schalltechnologie. Da wollen sie so auf 1000 Kilometer Reichweite kommen. gefällt mir. Und dann sozusagen der nächste Schritt ist, ab 2027 oder 2028 baut Toyota Feststoffakkus ein. Die haben dann noch einmal 20% mehr Leistung als die 1000 Kilometer. Da sind wir auf 1500 Kilometer Reichweite. Also das Später dann, heißt, ja. Toyota, also das, was dann nicht schlecht ist, weil bisher hat noch keiner einen Feststoffakku. Ja, klar. Es ist ja erst 2027, 2028, da gehen noch ein paar Ja, Jahre. eh. Aber das andere, das kommt ja schneller. Ja, sicher. Also das ist dann, der Konzern, wie schon gesagt, ja, die müssen halt sicher sein, dass sie auf das setzen können und wenn die sich einmal entscheiden, dann machen die das eigentlich normaler. Aber Also das von heißt. Toyota direkt habe ich jetzt eigentlich noch nie wirklich Elektroautos gesehen. Ich weiß, dass es von Lexus, glaube ich, ein oder zwei von den Modellen gibt, aber. Es gibt ein Modell bei Toyota Ja. im Moment. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, das ist halt nicht so prickelnd, glaube Aber ich, es ist ich okay, es meine ist halt, jetzt nicht die schlimm. waren mit dem Prius, waren die Pioniere in einer Kombination von Verbrenner Ja, richtig. und Akku. Richtig, richtig. Richtig. Die haben es eben, so wie du gesagt Ja, hast, die die sind sind halt. groß und konservativ. Das ist wie VW halt auf Ja. Japanisch. Und Ja, die halt. haben es ein bisschen Ich meine, ich verschlafen. glaube, bei Toyota hast du halt das, wenn sie was machen, dann wollen sie es gut machen. Ja, Also, und das das ist ist der halt. Unterschied zu VW. Das. Das ist halt das, wo sagen muss, ja, okay, ich verstehe einerseits, aber du hast schon recht, natürlich versteht man es nicht sofort, warum die nicht gleich im nächsten Schritt vom Prius dann auch voll elektrisch gegangen Ja, sind. klar. Zum Beispiel, ich verstehe ja bei der jetzigen Generation vom Prius nicht, warum der nicht als E-Auto kommen ist. Ich Das verstehe es verstehe ich nicht. auch nicht. Also ich habe jetzt unlängst den Artikel gelesen, ich glaube, wir haben es eh kurz besprochen und dann haben wir den Artikel durchgelesen vom neuen Prius, der ja
so als Auto und von den Daten her ziemlich nice ausschaut und interessant, auch von der Preisgestaltung so weiter konservativ interessant daherkommt. Aber es ist halt weiter ein BEV. Oder? Ja, richtig. Es ist ein Hybrid. Du kannst ihn als Plug-in-Hybrid haben, aber das war es dann auch schon. Ja, als Plug-in-Hybrid, dann hast du halt also deine 60 bis 100 Kilometer Reichweite, je nachdem, was der Akku hergibt. Was für Kurzstrecken ja eh interessant ist. Ja, ich verstehe es leider trotzdem nicht, warum der nicht zusätzlich auch noch als reine E-Variante kommen Nein, ist. Also ich verstehe es auch nicht. Was hat denn der eigentlich? Ja, warte mal. Wir können ja vielleicht gleich mal schauen. Toyota. Mit der Windows-Tastatur komme ich auch nicht mehr zurecht. Toyota AD. Gibt es das? Okay. Warum sie denn da ein Prius? Der neue da Prius. Ja, entweder ist es so, dass die so lange Vorlaufzeiten bei Toyota haben und dass die mitten in einer Projektphase sagen können, wir können das jetzt nicht mehr umstellen. Weil sonst ganz verstehen tue ich es nämlich nicht. Ja, es sind da leider, siehe da, jetzt nirgends die technischen Angaben vom Auto. Deine Ausstattung wählen, okay, jetzt muss ich mich bei MyToyota registrieren, was ich schon, okay, und kann es nicht anschauen. Modelle. Der neue Prius. Ah, da gibt es vielleicht technische Informationen dazu. Plugin ist es auch. Gibt's. Natürlich. Ja, ich weiß nicht, wann der bei uns verfügbar ist. Da unten war ein Foto, wo er an einer Ladesäule hängt. Also gehe davon aus, dass auch Plugin nein, ist. Nein, sicher. Wird schon auch sein, ich glaube. Oder es gibt Badevarianten, was ich eher glaube. Also einen normalen Hybrid und ein Plugin. Ich glaube gar nicht, dass sie da großartig einen Unterschied machen werden. Ja, wohl vielleicht. Ich weiß es nicht, weil man preislich macht es einen Unterschied, weil das eine hat einen größeren Akku, das andere einen kleiner. Ja. Aber so an sich wäre es ein interessantes Auto. Ich find ihn ganz schick. Es ist einmal kein sinnloser SUV, es ist ein feiner Kompakter. Toyota Prius, der schaut super, also rein vom Design her und so gefällt mir der super. Der alte? Der jetzt, also der, das schaut nicht einmal mehr aus wie ein klassischer Toyota, das schaut sehr spacey ja, aus, eben, das Ding. Eben. Nein, ich fände es auch interessant, aber wie gesagt, man hat halt prinzipiell jetzt auch ein Problem, wenn man sich jetzt ein Auto kaufen würde. In der EU ist ab 35 Schlussverbrenner zulassen. Okay, nachher fällt der jetzt nicht ins Gewicht, weil es sind noch 12 Jahre hin. Aber wenn er jetzt im Jahr 2030 so ein Auto auf den Markt bringen würde, wäre es schon ein bisschen schwierig, weil dieses abzuschätzen, das Tankstellensystem wird halt mit der Zeit kleiner werden. Naja, vor allem das Problem ist ja das, du kaufst halt jetzt was. In 5 Jahren ist das Auto quasi eigentlich Sondermüll, weil den will keiner mehr haben. Weil? Ja, wenn du weißt, dass ab 2030, 35, also ab 2035 ist verbrennt. Aber ab 2035, du weißt, wo der Spritpreis dann hingehen wird in etwa. Erstens, du weißt, wo der Spritpreis hingehen wird und du weißt auch, dass das Tankstellennetz halt noch mit der Zeit auch immer kleiner wird. Ja. Weil die werden halt dann sukzessive umstellen, da gibt es halt wirklich nur noch, so wie es jetzt ist, dass du nur zwei Ladesäulen hast zum Autoladen, wird es in Zukunft so sein, du hast eine Tankstelle mit 10 Ladesäulen, aber einer Tanksäule. Zum Beispiel, ja. Und dann stehen sie alle an der Tanksäule an. Ja, ich würde mal keinen, also im Moment glaube ich, kannst du, wenn du wirklich sagst, du musst jetzt ein Auto kaufen, dann würde ich wahrscheinlich entweder du kaufst ein Elektroauto, was halt noch kommt auf dein Budget drauf an, was mal verständlich ist. Ja, klar, das ist halt schon und sonst wenn du jetzt wirklich sagst, ich komme gar nicht ohne Auto zurecht, ja, dann würde ich eher ein gebrauchtes, älteres Modell kaufen. Ja, wo du denkst, das ist wurscht, der hebt jetzt noch einmal vielleicht ein paar bis Jährchen. 2030, 31, 32, aber nachher ist vorbei. Ja, und dann kann man sich nachher noch einmal überlegen. Ja. Wäre jetzt meine Variante. Also, ich meine, rein klimatechnisch wäre am besten, du fährst gar keins.
Ja. Dass man das auch gesagt Ja, hat. ist ja so, aber es kann nicht die Gesamtbevölkerung einer Stadt ziehen. Das geht halt nachher auch wieder nicht. Nein, ey, es Das ist, ich ist weiß, genau es das, ist, es, die Sache. ja, ich weiß, es, wir haben ein paar Probleme da, ist halt so, Ja. aber ja, leider ist es halt der Vollständigkeit halber natürlich auch Ja, drin ist. natürlich. Ja, man, wenn. Ja, yeah, nein, nein, das passt schon. Man muss es leider oft genug erwähnen. Ja. Richtig, irgendwann glaubt es vielleicht jemand. So, was habe ich dann noch? Ah ja, der Raspberry Pi kriegt jetzt Zähne. Jetzt gibt es sozusagen Bluetooth-Kapazität, also Bluetooth-Möglichkeiten. Capabilities, Ja, du kannst jetzt sozusagen darauf zugreifen. Also es gibt ein neues Software-Developer-Kit. War das davor nicht möglich? Na, warte Ich jetzt auch mal. überrascht, aber anscheinend nicht. Ah, das war der Pi Pico, der hat sozusagen ein Radiosignal Ah, ja, gehabt. genau, der Pico, ja, genau. Aber du hast nicht aufs Bluetooth zugreifen Ja. können. Er hat es zwar drauf, er hat ist Bluetooth zwar drauf, aber es war nie. Ja. Der Chips hat zwar nie wirklich aktiviert oder sowas, ja, genau, ja, da war was, ja. Ah, ich glaube, da ist etwas noted, sozusagen, es gibt keine Lizenz dafür für kommerzielle Nutzung. Okay. Deshalb werden sie es nicht aktiviert haben. Nein, ich finde ja den Pico ziemlich ein nettes Teil, ja. Leider momentan sind die Preise für die Raspberries halt, ja, nicht fein. Was kostet denn der Pico? Ich weiß es nicht, ich war schon lange nicht mehr drauf geschaut, was die mittlerweile wieder kosten oder nicht oder teuer sein oder was weiß ich was. Der Pico ohne Header, ja, okay, 4 €. Achso, okay, der ist verschmerzbar. Also in dem Fall schon. Was kostet denn der Aber normale mittlerweile? der Pico ist halt wirklich Low-End, gell, mit 133 MHz. Der Was normale. kostet? Mal schauen. Weißt du, was ist die aktuelle Generation? 4? 4? Ja, ich glaube. 4 Raspberry Pi 4 ist Modell 4. Mal schauen wir, was. Da mal noch da. Raspberry Pi. Dann gehen wir gleich ab 4 Kerne. Der 3er kostet 33 € und der 4er mit 2 GB RAM 65 und Wenn der wir 4er, dann wenn er jetzt einen fetten nimmst. nahm er die denn mit 8 GB gleich? Der Pi mit 2 GB, das ist da oben, muss irgendwie anders sein. Komisch. Ja, ich habe da 83,95. Okay, ob sich's preislich eh. Ist aber ausverkauft, ja, also da wo ich das drauf Ja. war. Und das 8 GB Modell von Raspberry Pi Model B, 8 GB kostet 145, also. Ja. Nicht so. Ah, ist im Moment noch nicht ganz so Ja. spannend. Ja, ist Der halt so. Pico ist halt Pico, also von dem her. Der Pico ist Der Pico. hat ja sonst nicht wirklich was dabei. Also der hat nichts. Das ist einfach eine kleine Recheneinheit. Der hat kein WLAN oder irgendwas. Okay, Bluetooth jetzt dann kann man nachher machen. Bluetooth, ja, Aber der hat das nichts. gibt's jetzt. Also und die Pins, die musst du halt auflöten und dann kannst du den halt als als externen als Ansteuerung hernehmen oder zum Sensordaten aufsammeln. Aber von dem Teil musst du halt die Daten nachher auch wieder wegbringen. Und ja, es ist halt, ja, es ist, der hat halt nichts. Er hat kein USB, der hat halt nichts. Oder hat der Pico? Ja, ja, ja. Der Pico hat kein USB. Nein, der hat nur die Pins. Ach, okay, ist das, ich hasse diese Windows-Tastatur. Steuerung C, Steuerung V. Hey, wer hat denn sich das ausgedacht? Ja, Micro-USB. USB 1.1, ja, okay. Aber das ist ja nur für den Strom, also ja.
Das ist eigentlich wurscht, ja. Aber ja. Gut. Kommen wir zum nächsten. Gut, dann haben wir das auch. Ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich habe das nicht schon mal reingetan. Na. Die Michael J. Fox Foundation hat sozusagen jetzt an das, man schaut ganz gut aus, an 90% treffsicheren Parkinson-Biomarker gefunden, also halt die Forscher, was daran arbeiten. Und das war jetzt sozusagen bei 1100 Personen, die jetzt sozusagen schon ein paar Symptome gehabt haben, hat man das dann bestätigen können eben. Also das hat einmal 90% ins Schwarze getroffen. Und jetzt möchte man das sozusagen in der nächsten Studie erhöhen, dass man jetzt 2000 Personen ohne Diagnose von Parkinson nimmt, um den Test zu validieren. Das sei jetzt dabei, also das dauert jetzt noch. Aber es gibt jetzt eben ausgestellt, dass es stimmen sollte, wäre das ein relativer Durchbruch, weil man dann sozusagen neue Möglichkeiten auch für Medikamente hätte und vielleicht sogar das sehr, sehr frühzeitig erkennen kann, was bei Parkinson durchaus vorteilhaft ist. Ja. Weil dann kannst du früher Therapie, Gegensteuern. ja, dann kannst du Therapie noch beginnen. Ja. Cool. Also, das ist halt das. Also, ja, das ist soweit dieses Thema. Gut. Gut, nachher kommen wir jetzt zu was Passendem für den Sommer. Zum Wasserblaster, also der hat, ich glaube, ich habe eh schon mal einen Herring, so ein Ding gehabt, oder? Also ich glaube, das sozusagen, da gibt es den Spray, wie heißt das? Spira 3? Keine Ahnung, der hat einen Ja, das. USB-Anschluss. Ja, der klar, er hat einen Akku drin. Ja, was soll da schon schief gehen? Eben, das sage ich ja immer. Und der kann, du hebst den ja ins Wasser rein, dann tankt er sich vollautomatisch und dann kannst du ein paar Schüsse abgeben, sozusagen auf sehr weite Distanzen. Unter Display. Was soll da schon schief gehen? Nix. Also wenn du mal wirklich, man, du kannst den jetzt auch nur auf YouTube da anschauen, wenn du wissen willst, wie er genau funktioniert. Und da kannst du dann halt sozusagen ein paar Leute von ganz weit entfernt mit Wasser quasi treffen. Ja, wie heißt der? Einer ist von Xiaomi und der andere heißt, ist von Spira, heißt die Firma. Ah, der gefällt mir nicht so. Und der von Xiaomi, der gefällt mir, der schaut gut aus. Der erinnert dich an Star Trek oder Star Wars. Der hat sowas, ja, das geht so in die Richtung, ja. Boah, ist das laut. Ups. Ah, nein, das ist der Mecha Pulse. Ist der Ja, von Xiaomi? genau. Ah, der ist von Xiaomi, okay. Wow. Ja, der Ja, hat was Star Trek-mäßiges, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, ich sag halt so die Kombination. naja, du sollst Wasser, ja nicht die Akku und ganze. Elektronik finde ich halt. Na, du sollst ja nicht die ganze Sache ins Wasser halten. Nein. Laut Video schon. Ach so, das geht. Ah, das geht so. Super, noch besser. Also, ich sehe den Clemens schon, du wärst jetzt da sozusagen da mit Navy Seal dann spielen. Nein, nein, ich kann mir schon eine, so ein Paintball-Gun oder sowas. Also, nicht sowas. Damit kann man Menschen zumindest nachhaltig markieren. Wo dann irgendwann quasi im See irgendwo auftauchst und mit denen dann vorbeischwimmende Leute quasi Ja, genau, befeuerst. also so ganz langsam komme ich so aus dem Wasser aus wie so ein Krokodil. Schau Richtig. ich kurz über dem Wasserrand, tauche wieder ab. Ganz langsam geht er um, ich habe so einen kleinen Strohhalm im Mund und nachher ganz um mich nachher. Ja, so wie im Trailer ungefähr von Metal Gear Solid 3 Remake, wo Solid Snake dann im Zoom so aus dem Wasser auftaucht, Genau, oder? so in die Richtung, ja. Sehr gut. Dann hast du noch Sehr was. gut, gell? Kuvert, okay. Ah, Sofa-Kuvert. Ja. Also, es gibt das Produkt, gibt es nicht. Das ist von
IKEA hat ein Designlabor, das heißt Space 10, noch nie gehört vorher, keine Ahnung. Und die haben sich mit Hilfe von KI überlegt, also sie haben mal KI ein bisschen Sofas entwerfen lassen und haben das dann etwas überarbeitet und haben dann so eine Art neues Klappsofa entwickelt, das du ganz einfach wie so ein Kuvert zusammenlegen kannst und dann mitnimmst. Also das soll allein 10 Kilogramm wiegen. Also du hast einen Aluminiumrahmen und ja, und die Kissen seien aus Zellulose und Micellschaum. Und du brauchst kein Werkzeug. Ja, das ist klingt eher nach IKEA, Zellulose und Schaum. Ja, Und du kannst dann auch mehrere zusammenstellen und ja, also. Ja, cool, aber das ist nur ein Konzept, Also, oder? ich sage Konzept, ja, klar. Kim sicher. Richtig, nie. Dann noch ein kleines Ding, Framework, der. Also, du bist Na, noch halt in dem. nein, nein, passt schon. Das war jetzt. Nein, passt schon. Der, was die sozusagen die komplett reparierbaren und tauschbaren Laptops machen, wo man jedes Teil nachbestellen kann und tauschen kann, die haben jetzt sozusagen ihr 180 Watt USB-C-Netzteil angekündigt und sie sagen, 240 Watt ist auch bereit für Laptops, also über USB-C, das ist machbar. Ja, ich glaube, der Standard lässt es noch nicht zu hundertprozentig zu, aber Es wird es wird kommen. kommen, ja. Also sozusagen, es. Das Metall oder was ist das? Silizium ist das, oder? Oder ist das Ja, das Silikon? sind die neuen. Ich weiß nicht, wie du die Technik heißt. Das ist das Garn, Garn, oder? ja. Genau, da haben wir sie, Das ja. GAN. Damit geht's. Also ich hab so von Anker so ein Garn-Netzteil. Das ist Richtig. wirklich so ein kleiner Würfel, weil der ist vielleicht so groß wie so eineinhalb Zigarettenpackeln, so in der Richtung, also von der Größe her. Mit vier Anschlüssen und alle zusammen können, glaube ich, 100 Watt ausliefern und ein Einzelner kann 80 Maximum liefern. Und das ist halt ziemlich fein, weil das hab ich bei uns im Wohnzimmer und damit kann ich Handys laden, Switch laden, Babyphone Ja, und wenn es einmal sein muss, das Notebook zubehängen zum Laden. Also es ist ziemlich cool. Echt. das hab ich auch für mein MacBook eben als zweites. Da habe ich quasi auch so eins. Das ist jetzt von Ugreen, das ist nicht von Anker, Ja. aber es ist von Ugreen. Ja, es geht recht gut. Ja, also ist schon ordentlich Soft dahinter. Cool. Gut, also das kommt jetzt auch. So. Und jetzt ein Kind etwas. Ich habe mir selten so gedacht, okay, warum hat die Firma so viel Geld für das gekriegt? Ja. Also, ich habe es nicht verstanden. Das ist jetzt schwer zu erklären. Das Gerät ist eigentlich, er hat es da quasi in seiner Brusttasche drinnen. Und das Gerät kann jetzt dir Sachen projizieren auf die Handfläche, kann auch Sachen erkennen. Und ich habe mir dann ganz ehrlich gedacht, warum verwende ich dafür kein Smartphone mit Kopfhörer? Wie? Hä? Ja, ich check das Produkt selber nicht. Also das Produkt ist für mich da, jetzt ruft mich jemand an, dann projiziert mir das auf die Hand drauf. Für was? Jetzt nimmt das Gespräch dann an. Ja. So, und dann telefonierst du über den Lautsprecher da, wo ich mir denke, ja, warum? Also quasi deine Handfläche ist das Display. Du haltest da das Na, einfach so das vor die genau Brust, wo du es in der ist Brusttasche drinnen hast. zusätzlich. Das heißt, du kannst ja mit dem Ding eigentlich reden. Ja. Und ich habe mir dann nach wie vor gedacht, warum nehme ich für das nicht das Smartphone her? Für was brauche ich da wieder was Wie viel Eigenes? Risikokapital haben sie denn gesammelt? Warte mal, die wird es umhauen, aber warte, ich google es jetzt nochmal. Kann ich mir doch nicht vorstellen, dass der jemand wirklich was investiert in sowas. Ja, natürlich, sicher. Warte mal, da gibt es, Entschuldigung, da gibt es ja natürlich es gibt zum Glück einen T3N-Artikel, die haben 100 Millionen Dollar für das Gerät gekriegt. Das passt gut zu dem anderen
Ah, okay, ja. Dann machen wir gleich auf. Irgendwo war da jetzt der Chat. Also 100 das. Millionen Dollar. Okay, warte. Achso, jetzt sieht man das. Sieht man nicht. Muss es auf den anderen. Also, ich sag ganz ehrlich, ich wüsste nicht, warum sollte ich da jetzt wieder ein eigenes Gerät haben? Das kann ja mein Smartphone theoretisch auch alles machen. Es gibt, hat ja schon so Handys gegeben und so kleine Mini-Projektoren, die da zum Beispiel eine Tastatur projiziert haben. Das kann ein Handy mit dann so einem kleinen Laserprojektor unten am Ausgang genauso machen. Na, vor allem, auch diese Stimmeingabe kann ja ein Smartphone auch machen. Ja, sicher. Allein das, du kannst in so ein kleines Gerät keinen guten Lautsprecher reinbringen, das ist unmöglich. Ich habe da heute was Ähnliches gelesen und jetzt muss ich schnell schauen, ob ich den Also. Artikel nochmal finde. Weil irgendein Unternehmen das Core-Konzept hat und irgendwas mit KI macht, genau. Gut, jetzt musst du spezifizieren, von wem redest du jetzt? Der Unternehmen namens Mistral AI wird Ja. mit 240 Millionen Euro bewertet, hat 105 Millionen Risikokapital zugeschossen gekriegt und hat noch nicht einmal irgendein Produkt. Sie wissen noch nicht einmal, was sie machen wollen. Das, Ja, das deswegen war schon. deswegen sage ich ja, Ich das mit Taubando, das werden wir jetzt einfach durchziehen. Weil es muss ja keiner 100 ja, Millionen mir ist halt. investieren. Wir setzen jetzt halt auf KI natürlich, weil die Flugrouten werden durch KI Ja, errechnet. genau, das ist ja das Nächste. Wir müssen jetzt das mit Blockchain lassen. Blockchain ist out und der Geldgrab. Und jetzt müssen wir das mit KI machen. Und Richtig, wir haben jetzt. ja prinzipiell schon so eine Art Geschäftsidee dahinter. Also kann man bei uns ja ruhig 300 Millionen investieren. Wenn die 105. 300, 1 Milliarde, bitte, die Dinger. Ich will, dass unsere Tauben so Cyberbrillen haben, wo sie dann alles sehen. Also Apple Vision Pro. Leicht viel kleiner. Vor allem allein das, du weißt schon noch gar nicht, was die Uniformen für unsere Tauben Ah kosten. ja, genau. Ja, das wären so bionische Anzüge, gell? Damit es ausschaut wie kleine Hallo? Soldaten. Ja, sicher, hallo, du sollst ja deiner Posttaube vertrauen können. Ja, dem muss natürlich auch schwer bewaffnet daherkommen mit Hallo? Laservisier und Mindestens. Sturmgewehr. Wie willst du das sonst zusammenbringen, dass in uns sozusagen ein Rüstungskonzern Ja, eben, investiert? er ja, stimmt, ja, Das, genau, also ja, es ist so. ja, wow, du bist so schlau, ja, eben, Ja, ja. richtig, du musst ja das alles abdecken. Siehst, in einem Jahr lachen wir über sowas wie lächerliche 105 Millionen Euro. Ja, eh. Und andere werden dann bei uns sagen, warum? Ja, aber uns ist es wurscht. Ja, dir ist es dann wurscht, das stimmt. Aber ja, das ist halt so viel dazu. Ja. Also ich werde das Gerät nicht ganz verstehen. Ich habe es aufgeben. Ich finde, Nein. weil zum Beispiel das mit den Schokoriegel da, das könnt ihr mit einem Smartphone genauso machen. Er fragt in Schoko, in frag in dem Fall das Gerät, ob er den Schokoriegel essen kann. Na, das ist too much, das ist zu weit hergeholt, das ist so, das geht so in die Richtung auf Biegen und Brechen versuchen, das Rad neu zu erfinden. Das ist. Danke, genau das. Ich glaube, das. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und ich sage, das wird ein riesengroßer Flop. Ja, wir werden davon nie mehr wieder was hören. Ganz einfach. Also, ich glaube, das wird, auch wenn die angeblich von Apple kommen, was das ja immer heißen mag, wenn man bei Apple gearbeitet hat, also ich glaube, das wird ein riesengroßer Flop werden. Ja. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil ich sehe keinen Vorteil gegenüber einem klassischen Ja, Smartphone. vielleicht hat er bei Apple im Genius Store oder sowas gearbeitet und hat sich gedacht. Nein, also da eine hat schon, die war Design Director. Ich meine, was das jetzt wieder heißt, weiß ich auch nicht. Ja, ah, Ist so, man ja. vielleicht war das die, was die Touchbar erfunden hat. Dann wissen wir eh, wie das Ganze ausgehen wird. Ich weiß es nicht. Ist mir ja wurscht. Ich will ja nichts Oder wegnehmen. das war, oder das war die, die gesagt hat, wir machen bei der Magic Mouse in Ladeanschluss unten.
Gut, bei der Magic Mouse gibt es generell mehr Probleme als den Ladeding. Also es fängt damit an, dass da die Finger bricht, wenn sie benutzt. Das sagst du jedes Mal und kann ja. Ich nicht unterschreiben. Okay. Ja, das weißt du, warum das ist? Weil deine Finger schon gebrochen sind so häufig durch die Maus, dass du es nicht mehr spürst. Nein, aber ich habe da und ich kann mit beiden Geräten super umgehen. Also angenehmer empfinde ich auf alle Fälle immer noch die Magic Mouse wegen die Gesten. Also. Ja, verwende das Trackpad. Was? Wie soll denn das gehen? Ja, du hast ja zwei Hände. Links kannst du das Trackpad benutzen, rechts die Maus. Also, das ist ergonomisch sehr ungut. Weil wie viele Gesten verwendest du? Auf der Maus? Ja, generell so in deiner Nutzung. So ziemlich alle. Okay. Zwei Finger wischen, drei Finger wischen, drei Finger auf, drei Finger obi. Eigentlich alle. Nein, das ist bei mir voll das zwei weg. Finger zum Bildschirm wechseln, zum Screen wechseln. Ja, wirklich so ziemlich alles. Also ich kann mit dem echt schnell arbeiten. Also ich hab das schon so drin. Mir macht das ganz fertig unter Windows, dass ich nicht einfach mit einer Geste zwischen einem Fenster hin und her wechseln kann. Ja. Gut. Sturmgate. Gut, das ist von Ex-Blizzard-Leuten ein neues Strategiespiel. Ist ein bisschen im Stile von Star Wars. Starcraft, so meine okay, ich. Okay, denke mal, jetzt Blizzard, Starcraft, Star Wars. Ja, ja, ey. Man recht viel, man sieht ein bisschen Gameplay. Das ganze Ding soll irgendwie ein Free-to-Play angeblich sein. Man weiß noch nicht so viel drüber. Das macht es so schwierig. Okay. Ja, wenn es Free-to-Play, wenn es sowas schon ist, dann macht man das fertig. Ich war ja nicht so der StarCraft oder Warcraft-Fan. Ich weiß nicht, das war mal alles ein bisschen zu, wie soll man das sagen, zu komplex. Ja, man, prinzipiell habe ich es ganz gern gehabt. Oder ich mag es noch immer gern. Aber ja, keine Ahnung, also man kann noch nicht viel dazu sagen. Es ist einmal ein bisschen Gameplay. In mir ist der Age of Empires schon zu komplex gewesen. Ja, Age of Empires ist so ein Komplex, ja. Ja, was ich gern gehabt habe, ist sowas wie die Siedler oder sowas. Siedler ist ein gemütliches Spiel, ja. Ist ein gemütliches Spiel, ja, das stimmt. Ja, genau, um das geht's ja. Okay, ja. Ja, Stormgate. Interessant. Das hast du wahrscheinlich mitgekriegt, die Subreddits, die jetzt wieder geöffnet haben, wegen Reddit, fangen wir so an, Reddit hat ja irgendwas bei ihrer API ändern wollen oder wollen es noch immer ändern. Ja, dass du sie quasi wollen Geld verlangen. Ja, ich meine, ist natürlich naheliegend. Die wollen public gehen sozusagen, oder wollen das an die Börse bringen. Jetzt werden sie natürlich die Zahlen nach oben schrauben. Ja, die wollen Geld. So, die wollen Geld verdienen. So. Mit Werbung allein macht man nicht so viel Geld. Richtig, so. Jetzt haben sich da etliche Subreddits beschwert und haben sozusagen sich auf privat umgestellt. Mhm. Da glaube ich, war die Reaktion von Reddit dann, dass sie beschlossen haben, okay, wir erlauben das nicht mehr, dass du dein Ding aufs Public oder auf Private umstellst. Jetzt haben halt die größten oder sehr viele große Subreddits beschlossen, die, glaube ich, haben insgesamt beide über knapp, ich glaube, wie viel RPix, RGIFs und RAWW haben fast 85 Millionen Subscriber. Ist nicht so wenig. Und die haben jetzt beschlossen, okay, wir machen halt jetzt eine Abstimmung, was die Userinnen auf unseren Subreddit sehen wollen, und die haben jetzt beschlossen, sie machen nur mal lustige Fotos von John Oliver und sozusagen sexy Pics von John Oliver, und eins macht GIFs von John Oliver. Da siehst du also jetzt auf der Startseite von Reddit, kriegst du jetzt fast nur mal John Oliver zu sehen. Wenn du jetzt quasi so als Investor drauf gehen würdest, weil das halt die größten sein, bei dir jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, klar, schau, haben wir schon eins. Ja, das ist nur mal das jetzt drin. Ja, sehr gut. Ja, herrlich. Ja, Hammer, super. Yes, sehr gut.
Ja, bei Reddit, die haben sich ja ein bisschen, beziehungsweise der CEO macht auch auf Elon Musk und hat sich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, ja, wenn die Moderatoren sich schon gegen uns erheben, dann werden wir einfach die Moderatoren außen werfen und durch irgendwelche anderen Moderatoren ersetzen. Da muss man dazu sagen, wer Reddit nicht kennt, Reddit ist halt ein großes Forum mit extrem Ja. spezialisierten Subforen. Und wirklich, wenn Ja. ich sage spezialisiert, dann sehr spezialisiert. Wenn du jetzt, keine Ahnung, für irgendeinen gewissen 3D-Drucker oder sowas, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich ein Forum dazu, wo man sich genau über den 3D-Drucker unterhält und austauscht. Wenn du ein Forum brauchst über irgendeine Programmiersprache oder irgendeine generelle Problemsache, gibt es sicher ein Subreddit genau für das. Und Reddit lebt Ja. halt davon, von der Fülle an unterschiedlichsten Subreddits und halt diese Subreddits werden halt von Administratoren und Moderatoren gepflegt. Das heißt, Spammer werden geblockt und außengeschmissen. Die ganzen Moderatoren, die kriegen nichts. Das sind Freiwillige, die Richtig, helfen. Zum das Beispiel, wenn man jetzt geht auf einfach meine Lieblings-Reddits. AEIOU. Das ist alles Erdreich ist Österreich untertan. Ist so quasi so Air Austria ist schon recht witzig und viel Memes und AEIOU ist halt noch ein bisschen mehr Memes. Und wenn man jetzt schaut, die haben 61.000 Mitglieder. Ja. Und die haben viele Moderatoren, die machen das freiwillig in ihrer Freizeit. Die schauen, dass das erstens einmal, es ist jetzt nicht bei jedem Subreddit, aber halt bei vielen schauen sie halt, dass es erstens relativ nazifrei bleibt, relativ hassfrei und spamfrei. Die machen auch mal Heidenarbeit und machen das freiwillig. Und von dem her, als CEO zu sagen, dann schmeißen wir halt die Moderatoren außen und dann nennen irgendjemanden, um da sauber zu halten, ist halt schon eine ziemlich provokante Ansage. Ja, das kann man so zusammenfassen. Ja, Reddit hat da, glaube ich, ziemlich ins Klo Ja, übers gegriffen. Ziel ausgeschossen. Und ja, und Air Austria ist halt der österreichische Subreddit, der hat 435.000 Mitglieder. Also das ist schon einmal nicht ohne. Wenn man jetzt, wenn er auf Na, die haben wenn er auf, da das also. wenn er auf Reddit was? Wie heißt denn da, wie geht denn der Deutsche? R.de? R.de? Melde dich an, dass du über 18 Jahre alt bist. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das. Auf was für Seiten gehst du da wieder? Der Deutsche Reddit, also ist Air Austria Pendant für Germany. Wie ist denn der? Wie ist Keine Ahnung, kenne ich gar der? nicht. Kennst du auch nicht. Also ich, wobei man nicht sagen muss, dass die Deutschen da ihrem Ruf gerecht werden. Der ist ein bisschen fader. Wie der Österreicher. Die Österreicher beweisen halt in ziemlich Galgenhumor, so mal so. Muss ich dazu sagen. R, meine Community ist R. Nein, es ist der DE, ja. R.de, na, das passt schon. Ja, ich glaube, das ist die Protestform, dass sie den Das kann durchaus sein, das kann auch sein, ja, als das ist, über 18 geflaggt haben, ja. Das das kann durchaus ist auch die sein. Protestform. Jetzt bin ich doch nicht angemeldet, also komme ich da jetzt nicht rein, ja. Aber ja. Und Reddit ist halt immer für Memes gut, für Spaß gut und vor allem halt auch immer sehr interessant. Also, keine Ahnung, gibt's alles. Da wird alles diskutiert und deswegen ist das, finde ich, halt ein sehr wichtiges Ding und deswegen darf da die Community nicht einknicken und man muss da ein bisschen aufpassen. Die Sache ist ja auch die, dass die Moderatoren eben Drittanbieter-Software verwenden, um überhaupt zu moderieren, Sachen zu löschen, Fragen zu beantworten, Spam zu löschen, User zu blocken. Dafür verwenden die Drittanbieter-Software wie Apollo. Weil Ja. die Reddit-App selber dafür oder genau für diese Gründe einfach Arsch ist. Und durch die neuen Richtlinien will halt jetzt der CEO von Reddit halt von so Software wie Apollo Geld sägen und zwar nicht wenig. Die haben API-Gebühren, die sind jenseits von Gut und Böse. Ich habe mir da ja mal die Preisliste angeschaut. Pff,
Also für das Geld kannst du bei Amazon und Google ziemlich viel API mit Cloud Computing kaufen. Also du kannst da quasi Ja, deine richtig, richtig. Serverfarm auslagern. Und Reddit tut dir eigentlich nichts anderes wie Text und Bilder auszutauschen mit Server und vielleicht halt ein paar Befehle zum Löschen von einem Kommentar oder einem Beitrag. Also es ist ziemlich abgehobene Preisforderungen und sowas wie Apollo, die Software hat schon gesagt, also der Softwareentwickler hat schon gesagt, er stellt jetzt Apollo ein, weil Ja. man kann es eh nicht mehr nutzen ab Juli. Ja, richtig, ja. Und es hat Richtig. keiner ein Problem mit Gebühren für API, nur erstens, dass die so exorbitant hoch sind und zweitens, dass Reddit keine Alternative anbietet, mit der sich das kostenlos machen lässt, zum Beispiel das ganze Moderationsarbeit. Das ist halt das große Problem der Community. Und deshalb waren viele Seiten down in den letzten Wochen. Also Air Austria war auch down, Deutschland. Und halt, sagen wir mal, 50% von meinen Lieblingsseiten waren weg vom Fenster. Ja, richtig. Da war relativ viel down. Ich meine, wir hätten unsere auch down nehmen sollen, um ein Zeichen zu setzen. Gut, Sea of Thieves. Ah, ja, Sea of Thieves. Ja, yeah, es gibt jetzt ein Sea of Thieves. Es kommt jetzt ein Monkey Island DLC. Also, das verteilen sie wieder kostenlos. Dann kann man jetzt quasi in Sea of Thieves die Abenteuer von Guybrush Threepwood erleben. Witzig, spielst du Sea of Thieves noch? Hin und wieder, ja, wenn einmal so, zum Beispiel, den werde ich wahrscheinlich spielen. Okay. Also den werde ich mir sicher irgendwann einmal geben. Ah, ist Kampa, cool. Ja. Yeah. Aber das ist Ja. immer noch so ein Online-Koop-Ding, sie, oder? Das ist immer das Gleiche noch, ja. Okay. Das bleibt so. Cool. Eh witzig. Gut, und dann habe ich leider noch einen Ah, Lesetisch. sogar die Stadt, Ja, ist ah, alles da, ist alles alles da, was da. du. Ah, und das Haus von der Bürgermeisterin, von der Gouverneurin. Ah, cool, ja, nicht schlecht. Na, schön, alles da. Und dann noch einen Lesepick für den Sommer, den darf jeder selber durchlesen. Östliche Also Philosophie der. sagt, da ist kein Selbst. Selbst. Die Wissenschaft Wissenschaft. stimmt zu. Ja. Because 99% are you unhappy? Because 99% of everything you think and of everything you do is for yourself and there isn't one. Aha, okay, das müssen wir wirklich durchlesen. Das klingt mal zu Meta. Das klingt dazu Meta. Ja. Gut. Da hast du was zum Lesen, ja. So, Danke, und Alex, jetzt ein. für deine Bereitschaft, da so Artikel zu sponsern, so Ja. kurzfristig. Nicht schlecht. So, und jetzt können wir den Spaß anfangen, für die nächste Episode auszuprobieren, ob wir das komische Spiel da zum Laufen bringen. Wie heißt es? Bread and Fred oder Fred and Bread oder Bread and Fred. Bread Bed and Breakfast, Bread ja. and Frackfest. Ja. Frackfest. Fred and Brad. Na, warte mal, Brad and Fred. Ha! Brad and Fred, ja. Brad and Fred. Ja, genau, so heißt es. Genau, das ist der Spieler. Ja, dann startet das Ding Ja, einmal. wie? Ja. Also, müssen wir dazu sagen, wir haben es jetzt weder getestet, noch. Das ist eigentlich ein Multiplayer, wo man zusammen vom Computer sitzt. Das Richtig, müssen wir das geht dazu leider bei sagen. uns jetzt Es nicht. gibt irgendwann einmal einen Online-Koop, der soll nativ in der Software kommen. Und wir machen das jetzt mit Steam Remote Play Together. Ja, genau. Boah, noch. Das ist so, wie oft ich das falsch gegoogelt habe. Steam Link Play Together, Steam Remote. Ja, Das geht. macht. Ich schau deshalb in unseren Chatverlauf ein, weil ich habe das nie mehr gefunden Ja, danach. Keine Ahnung. also, okay. Ich werde jetzt einmal das starten. Also ich bin in Steam drin. Ja, du Ja, bist im Steam so. drin. Ich werde jetzt einmal das Spiel starten und ich werde dann jetzt gleich umschalten auf den Schirm. Gleichzeitig.
Also ihr habt's schon, gell? Also auf dein Skype wirst du jetzt nicht sehen. Das ist dir gleich. mir gleich. Okay. Ja, dann sind wir schon beim ersten Problem. Aber Options. Control. Aha, Gamepad funktioniert jetzt. Jetzt müssen wir mal schauen. Das wird bei mir auch noch spannend werden, wie mein Gamepad da funktioniert. So. Nahan. Jemanden zum Spielen einladen. Ah. Ja, kriege ich den ersten Fehler? Sehr Achso, gut. jetzt habe ich da wieder umgeschalten, gell? Ah, scheiße. So. Fehler bei Remote Play. Ich kann die nicht einladen, weil ich gerade unsichtbar bin. Ah, ja, das geht natürlich nicht. Also sichtbar muss schon sein. Also muss ich auf online die umstellen. So, jetzt der Clemens online. Aha, also das Spiel anschauen würde jetzt schon einmal gehen. Ah, warte mal, ja, da habe ich was gekriegt. Aha. Ja. Okay. Ja, ich Es habe die Einladung auch. ja, du hast die Einladung angenommen, oder? Ja. Soll da jetzt was passieren? Na, du bist eingeladen. Achso, okay, ja, aber ich sehe nichts, gell, also. Was, du siehst nichts? Ja, ich sehe den Chat. Deshalb frage ich, ob da jetzt was passieren sollte. Machen wir das Fenster mal zu. Das ist die Frage einfach. Ah, wohl. Jetzt müsst was gehen. Ah, warte mal, muss ich da jetzt auf Watch Game klicken? Na. Nicht? Okay, dann tue ich nichts. Was steht denn bei dir? Ich sehe den Chat und das war's. Es hat Da sich kein steht nur, Fenster auf. Magic Bean möchte ihre Übertragung von Zuschauern Fred und Brad. Aber ich will ja nicht, dass du zuschaust, ich will, dass du spielst. Ja, richtig, aber Aber ich wahrscheinlich habe jetzt muss bei ich dir schon zuschauen. die Tastatur aktivieren können, zum Beispiel. Also ich kann dir die Musst du es. Tastatur und die Nein, Maus freigeben. ich Ah, hätte warte gerne mein mal. Xbox Gamepad. Spiel. Ja, hast du es angebunden? Ja, sicher. Bei mir ist es läuft über Bluetooth. Achso, du machst in Steam Ja. selber. Oh mein Gott. Weil ich kann jetzt da die Tastatur nehmen, glaube ich, und Spieler 2. Controller. Das ist auch cool. Da habe ich jetzt einen Hover. Jetzt kann ich da auf ein Fragezeichen drauf hobern Test. und. Jetzt müsste ich das einmal ein bisschen leiser schalten. Das macht mich ganz Ja, fertig, die Musik. also mein Controller läuft, der ist da. Jetzt habe ich die einmal Also ausgeschmissen. mein Controller ist sehr gut. Jetzt tue ich nochmal Magic Bean. Einladen. Ja. Play game. Ja, yeah, you accepted invitation to play Brad and Fred via Steam Remote Play. Ja, und jetzt? Weißt du was, ich druck da jetzt wirklich einmal. Auf der Drücke mal auf der Tastatur was. Drücke mal Pfeil auf, Pfeil ab. Aber du siehst noch nichts von meinem Schirm, oder? Warte, ich mache das jetzt anders. Ich gehe da jetzt auf Watch Game. This broadcaster is offline. Du bist offline. Oder musst du das Spiel starten? Das Spiel startet ja schon. Das läuft schon die ganze Zeit. Wir sind schon im Level drin. Na, ich bin noch im Menü, aber das ist ja wurscht. Ja, starte mal das Spiel. Vielleicht darf ich das Menü nicht sehen. Warum weiß ich zwar nicht, aber bitte. Oder geht dein Signal nicht raus an Steam? Woll, druck du einmal einen Knopf jetzt auf deiner.
Ich sag schon, das wird nicht, das wird nicht so leicht funktionieren. Ich hab's mir ja schon gedacht, dass das nicht so leicht ist. So. Ja, ich meine, der Rest, es funktioniert ja, du kannst mich ja einladen. Also, ich bin Spieler 1 und du musst du was Warte mal. freigeben? So, jetzt, was ist denn jetzt? Weil, Sonst bin ich irgendwo. wenn ich deine Eingabegeräte sehen würde, könnt ihr die unten drauf werfen und dann würde es funktionieren, weil ich kann jetzt von mir die Tastatur auf. Siehst du meinen Schirm überhaupt nicht, gell? Warte mal. Mach das mal anders. Jetzt siehst du mich zumindest bei Skype, solltest jetzt zumindest das Ding sehen. Ja, bei Skype Im sehe ich jetzt nochmal. Ja, Bildschirm, das ist ja. alles Okay. okay. Ja. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, dir einen Spieler, ein Device zuzuweisen. Leider Ja. steht bei dir nichts. Also es steht bei dir die Tastatur und die Maus, die kann ich aktivieren und deaktivieren, aber ich kann sie nicht Ja. obizirgen. Weil bei mir kann ich zum Beispiel die Tastatur obizirgen oder das Gamepad obizirgen. Aha. So. Warum? Das ist jetzt die Frage, gell? Steam, wie heißt der Scheiß nochmal? Remote Play. So. Ich finde es ja Naja, es interessant, gibt dass du nicht ja. einmal mein Stream siehst, weil ich kennt ja jetzt zumindest jemanden zum Spielen einladen. Ah, warte mal. So, da gibt es also in Steam auch noch Einstellungen in die für Remote Play. Was? Enable Remote Play. Das war bei mir mal deaktiviert. Sehr gut. Wo ist das? Auf Steam. Ja. Im Spiel, oder? Und es ist sozusagen generell in Steam. Und da hat es bei mir einen Punkt Remote Play gegeben. Jetzt ist aktiviert. Ich schätze jetzt einmal, ich muss jetzt Steam neu starten. Na, gell, das wird nicht sein. Übertragung? Bei mir steht da nämlich Remote Play nichts. Ich finde da kein Setting für Remote Play bei Steam-Einstellungen. Doch, bei mir ist es genau da auf der Seite gewesen. Bei geht auf Steam, Ja, Preferences okay. und da steht bei mir links Remote Play. Aha, muss ich das vielleicht eh generell im Steam-Client machen, oder? Ich meine im Steam Ja, Client. ich meine, ich habe jetzt Ja. Alt-Tab gemacht, also von dem her, da habe ich ja auch die ganzen Settings, oder? Das glaube ich nicht. Da muss glaube ich muss im Steam Client rein. Würde ich jetzt schätzen. So, also bei mir Ja, ist ist halt aber das. probieren wir es einmal. Der Alexander ist ja jetzt wohl wieder da, oder? Ich bin wieder da, ja. Dann lade ich die jetzt. Jetzt kann ich die einladen. Dann nehmen wir da den. Bitte. So, ja. Jetzt habe ich die Möglichkeit. Jetzt. Jetzt war das, jetzt geht's, ja. Okay. Jetzt. Drück mal was auf. Wow. Was war denn das jetzt? Ah ja, schau, So, jetzt kann ich dein jetzt. Gamepad nehmen. Mhm. Vibriert es, wenn ich da draufklicke? Ja. Ah, Remote-Dildo. Okay, so. Passt. So, warte, jetzt Und muss den ich Bildschirm leider. siehst du, oder? Ja, ich muss da jetzt leider das da. Also, auf geht's, ja, passt. Passt, ich mache mal die virtuelle Kamera aus Also, die und. Eingabe ist vorübergehend deaktiviert, während der Host beschäftigt ist. Okay. Sehr gut, Dö, jetzt kann ich dö, nichts mehr dö, drucken. dö, Aber, Hetzer, Hetzer. Yeah! dö. Schau, wir haben es geschafft. Jetzt probieren wir das ein paar Minuten und dann lassen wir es für heute. So, okay, was muss ich jetzt tun?
Wer bin denn ich? Oh mein Gott. Du bist der Grüne, so ist er. Also ein Also. linksgrün versiefter. Oh je. Oh mein Warte Gott. mal. Wait. Your goal is to reach the top. Okay. Wir müssen ein paar Fotos für ihn sammeln, ja. Mit was von der Taste? Ah, warte mal, lass uns mal was probieren. Hey, das funktioniert Bin aber ich schwer? latenzmäßig ziemlich gut. Wenn ich mich hinsetze, kannst du mich da nicht verschieben, oder? Warte mal ganz kurz. Geh jetzt haben. Warte mal. Ich darf was probieren. Ich tat gerne die Controllerbelegung um. Was soll ich jetzt tun? Ich kann die zirgen. Warte mal, ich setze mich jetzt einmal hin. Aha, okay, wenn ich mich hinsetze, bin ich schwer. Wie hast du die jetzt hingesetzt? Ah, okay. X. Ja. Na. Viereck. Achso, du hast einen PlayStation-Controller, ja. Ja, natürlich. Ah! Ah! Ja, kraxel da rauf. Ja. Aber lass dich nochmal oben hängen. Kannst du da jetzt hoch? Ah! Oh mein Gott! Kannst du. Warte mal, bleib mal so. Okay, du musst da wirklich schwingen nachher. Okay, Ja. ja. Ah! Oh mein Gott! Alter, probier, schwing die Ah! auf. Oh je! Okay. Alter. So, wie kann man jetzt da aufhören, bisschen? Wenn wir beide Ja, gleichzeitig springen? gleichzeitig springen. Ja, oh yeah. Ja, super. Ah! Warte mal, mit denen da unten müssen wir reden. Let's review some of the key points from our climbing session. I hope you don't forget anything this time to pay attention. The most important is swinging. Yeah. Und ankern. Ah, macht der Sound schon fertig, aber ich glaube, wir Sound ein bisschen auf und dran jetzt. Okay. Aha. Oh Mann, der fliegt weg. Super, jetzt sind wir da oben gekupft. Jetzt müssen wir da oben wieder auf. Mein, geh mal weiter. Geh mal weiter. Was ist denn los mit dir? Bist du noch da? Da ist gerade irgendein Hey. Fehler. Ja, ich bin noch da. Hey. So, jetzt geht's wieder. Okay. Hopp. Ah! Ich komm da nicht drauf. Hupfen, hupfen. So, jetzt. Ah! Scheiße, das war Ah! knapp. Ich zieh dir einfach. So. Ja, warte. Machen Danke. wir gleichzeitig um mich. Lauf. Warte mal, so. Boah. Oh. Und Hetzer? Ah, Hetz, warte. Ah. Du schwingst einfach. Warte mal. Bisschen Ah! Handsplay. Ah. Okay. Na, von der Eingabe her, glaube ich, läuft es ziemlich gut. Aber ich glaube, der Ja. Stream, also nicht der Stream, sondern ist. Ah. Ja, ich hab, nein, ich hab da dann auch eine Idee, was ich umstellt, passt schon. Da werden wir Okay. nicht um wieder hupfen. Wohl. Willst du da jetzt die aufschwingen und ich fliege nach? Wie meinst du, machen wir das jetzt da um mich? Ja, richtig. Hä? Puh. Schwing. Ich kann doch nicht springen. Ja, natürlich kannst du nicht springen, weil ich mich gerade schwer mache. Ach so, ja. Du musst immer locker Na, jetzt machen. auch. Nein, das geht nicht. Ich glaube, jetzt tust du einmal schwingen und dann mache ich mich locker. Jetzt auch. Du schwingst schon mal, bis du ganz hoch bist. Hetzer! Ja.
Jetzt musst du mich auch erziehen, ja? Ja. Geht ja. Oh, warte mal. Okay. Ja, und ich würde sagen, da machen wir jetzt einmal für die Folge Pause und den Rest gibt es dann in der nächsten Episode. Genau, machen wir es so. Sehr gut. Safe and exit. So. Ja, und passt. Dann bedanken wir uns da fürs Zuhören und ja, wir sehen uns in oder hören uns in 2 Wochen wieder, so in der Richtung. 2-3 Wochen. Genau, okay. Genau. Alles klar. Und passt. Tschüss. Passt. Ciao.